Sorge ist natürlich, dass solche Systeme außer Kontrolle geraten, nicht das tun, was sie tun sollen. Dadurch ist natürlich eine Diskussion, internationale Diskussion entstanden, insbesondere von NGOs angetrieben, die in Zweifel zieht, ob man solche Systeme nicht von vornherein verbietet, weil es nicht sein kann, dass über Leben und Tod eben ein Computer entscheidet. Man darf nicht eine ganze Stadt bombardieren, nur weil man eine Person sozusagen eliminieren möchte. Die Entscheidungsabläufe sind so schnell heutzutage. Und wir müssen natürlich auch darüber reden, um welche Systeme handelt es sich. Es gibt heute immer noch 15.000 Nuklearwaffen, die reichen immer noch, um den Planeten in die Luft zu sprengen. Die UN kümmert sich sehr stark um den Klimawandel, berechtigterweise. Aber die einzige Technologie, die diesen Planeten innerhalb von einer Stunde bis zu einem Tag zerstören kann, ist nach wie vor die Nukleartechnologie. Die Zielsetzung ist erstens kein Verlust von Leuten vor Ort. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man möchte die Kollateralschäden so gering wie möglich halten. Man kann angeblich, was Sie uns auch schon im Irakkrieg erzählt haben, man kann klinische Schläge führen. Ob das alles so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist natürlich eine Art und Weise der Kriegsführung, die es verhindert, dass zu viele Zinksärge nach Hause kommen. Und deswegen ist die Sache interessant. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Staaten können erklären, dass sie das nicht machen. Die Bundesregierung hat klar erklärt im Koalitionsvertrag, dass sie keine bewaffneten Drohnen einführen. Das können Staaten tun. Das Zweite ist, man kann internationale Regeln ausarbeiten, aber daran müssen sich natürlich dann relativ viele Staaten halten, und problematisch sind immer die Staaten, die sich eben nicht daran halten. Und das Dritte ist, man kann sich einfach verweigern, als Wissenschaftler an solchen Projekten, die militärrelevant sind, zu arbeiten.